Damit willkommen zurück zu dem Spiel. Ja, das sich da Deus Ex nennt. Oh, das Mikro. Moment. Ja, jetzt geht's richtig los. Deus Ex. Hi. Human Revolution. Nochmal hi. Was war das denn eben? Ich fange jetzt nicht nochmal an. Nö. Ich fange nicht nochmal an. Das bleibt jetzt, wie es ist. Halt. Stopp. Ja, wir sind jetzt hier in Montreal. Warum? Weil wir waren erst in Chinesien und da haben wir rausgefunden, ja, ja, die eventuell leben die alle noch. Ne? Auch die Megan, nicht Fox, sondern die alte von dem hier. Megan irgendwas. Und so weiter. Spannend, spannend und so weiter. Wir haben einen neuen Auftrag. Unterhaltung mit Eliza. Genau, Kassan. Die Eliza. Auch wieder. Kassan. Die ist irgendwie auch mit involviert. Ganz komisch. Malik denkt, ich übertreibe. Aber alles, was ich bei Taeyong Medical herausgefunden habe, deutet darauf hin, dass Eliza Kassan, die weltbekannte Journalistin Zhao und ihren Söldnern bei der Entführung von Megans Team geholfen hat. Und genau das werde ich beweisen, indem ich Kassan, genau. Kassanium Bohr zur Redestelle, genau. Das machen wir jetzt einfach mal. Okay. Menü haben wir auch. Beziehungsweise Waffen haben wir auch. Ja. Im Büro müssen wir sie irgendwie so ein bisschen zur Rede stellen. Ja, dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. So, Granaten. Was haben wir da Feines? Ei, aber wir haben feine Granaten. Eine. Was? What? Eine Frag? Ja, Tatsache. Ach ja, da war ja, genau. Die hat sich an ihrem komischen Panis, Panik. Ich habe nur Pikes gerade gelesen. Den Panikraum zurückgezogen, nachdem sie uns wieder mal kräftig belogen hat. Ja, so sind sie halt. Und, dann, Und, naja, dann kamen die Wachen und dann mussten wir uns mal gegen ein halbes Dutzend verteidigen auf einen Schlag. Das war ein bisschen unangenehm. Und die mit den ganzen automatischen Waffen. Ja, das haut schon ganz rein. Auch auf, ganz doll rein, auch auf Hobby. Habe ich gemerkt. Aber nun gut. Hobby ist ja die Schwierigkeitsstufe. Wir spielen es ja auf Kinderkanal. Warum? Weil wir uns ja einfach nur durchballern. Was total untypisch ist. Was ist denn das hier? Ammo? Ich kann es andersrum lesen. Ammunition Count. Oh, sehr gut. Ach nee. Was? So ist fein. Ammunition Count. Dann wird das erstmal fallen gelassen. Volle Klasse. So, mit wem wollen wir das hier kombinieren? Mit wem oder mit was? Das wäre nicht schlecht. Sturmgewehr. Dann können wir diese Kackmunition mal ordentlich unterbringen. Wäre wirklich eine Idee, oder? Andererseits das Standardgewehr, ja, das könnte auch ein bisschen was vertragen, aber das Sturmgewehr, das frisst halt so abartig viel. Ich habe so das Gefühl, das werden wir sowieso wechseln durch die, durch ein Präzisionsgewehr, oder? Weil das, finde ich, fehlt noch ein bisschen. Und wir haben jetzt, glaube ich, einen ruhigen Arm, glaube ich, bekommen. Ist das so? Ich glaube schon. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Also mehr Munition für was? Für wen oder was? Oder wie oder wer? Da ballern wir immer ganz doll und ganz viel. 10 mm hat mittlerweile 13 Schuss. Standardgewehr haben wir, glaube ich, noch so gut wie gar nicht verbessert. Komm, ja, Standardgewehr, oder? Standardgewehrmunition. Was soll der Geiz? So, jetzt passen da wie viel rein? Statt 20? 25 schätze ich, oder? 30? Oh, kann man mal machen. Genau. Also das Präzisionsgewehr hätte ich ehrlich gesagt lieber, muss ich sagen, weil dieses ist irgendwie nicht ganz so geil. Ich weiß auch nicht. At Pegasus Era. The Arena? Area, okay. Was habe ich gerade gesagt? Era? Nee, nee, das Zeitalter der Pico ist noch nicht gekommen. So, Pico, Pico. Pikachu, oh. Level up, Pigu. Und wir müssen was machen? Achso. Nach dort laufen. Aber wenn ich das schon wieder höre. Eliza Kassan. Kann schon ein bisschen leiser Kassan sein. Was ist das? Naja, wir müssen schon. Darwin, bla, Credits. Das krasse Looten geht weiter. Himmelarsch und Wolkenbruch.
Das muss ich mir echt mal abgewöhnen. Komm, Waffe weg. Wir nehmen sie raus, wenn wir sie brauchen. Der Jack Mosher. Code Blue. Achtung, wir haben neue Befehle. Code Blue, die Lage ist kritisch und wir werden alle evakuiert. Mehr weiß ich auch nicht. Das Gebäude wird in Kürze abgeriegelt. Machen Sie sich bereit. Tja, und die leben wohl alle noch, ne? Unsere Truppe von Seraph Industries, glaube ich. Das ist der Sicherheitschef. Krass. Das ist quasi unser... Der Jack Mosher ist quasi unser Gegenstück. Liliane Altheim. Ich ziehe raus. Wir haben nicht viel Zeit. Ich ziehe raus hier. Ich weiß nicht, was los ist. Aber sie evakuieren das Gebäude und so weiter. Der Tucker. Parkbestimmungen. Seit wir das benutzen. Ja, ja, komm. Ja, wo die parken, das müssen wir jetzt nicht unbedingt in Erfahrung bringen. Pico's Web. Also alle sind getürmt. Ach, deswegen liegen hier die ganzen Blätter. Klar. Also wenn ich evakuieren würde, würde ich auch alles sofort von mir schmeißen und rennen. Und den Kaffee, jeder schmeißt seinen Kaffee um, das gehört irgendwie so dazu. Das ist so ganz billig, oder? So wie ganz, ganz, so wie dieses ganz miese, miese provinzielle Theater, wo man so ganz übertrieben alles darstellt. Ja, Und der Blinde, der plötzlich auch nichts mehr hören kann. Ja, einfach noch um einen draufzusetzen, das muss noch krasser wirken. Wie kann ich noch blinder sein als blind? Klar, indem ich auch noch nichts sehe. Nee, höre. So. Nach der Schlacht ist vor der Schlacht. Das wissen die hier, glaub ich, auch gleich. Oh, was ist denn hier los? Jensen, da stimmt was nicht. Ach. Pikers ist ein globales Nachrichtennetzwerk, das rund um die Uhr sendet. Aber? Warum geht bei denen niemand ans Telefon? Ich melde mich wieder. Oh Gott, wenn ich das hier schon sehe. Das wird schon wieder anstrengend. Das ist wie wenn man die Wohnung anguckt und denkt, oh Mann, warum nicht einfach einen Flammenwerfer? Kann ich nicht einfach nur mal roden oder so? Jetzt muss ich wieder jede Scheiße hier aufmachen, nur um so Kleinvieh rauszuzupfen aus jedem beschissenen... aus jeder Schublade. Und vor allem, wofür brauche ich das? Kann ich immer noch was einkaufen? Ja, aber kurz lang bestimmt. Serveur. Ach Gott, wir sind ja bei den Franzosen. Also bei den Kanadiern, aber die sind ja auch irgendwie so ein bisschen komisch, ne? Schönes Land, aber die Leute... Ja. Die sollen sich nicht immer entschuldigen, die sollen so machen, ne? Einfach mal sagen, okay, dann machen wir halt nicht Scheiße und sind nicht hier so die... Diese Grenzliberalen oder so, sondern wir machen mal direkt von vornherein was Sinnvolles. Müssen wir uns später nicht auch ständig entschuldigen. Was nimmt er die Waffe die ganze Zeit auf? Ach, weil ich die. Ah, ich drücke die. Ah, das ist gut, okay. Das ist quasi der Idiotenfilter. Ach, ich mache mal einen Doppelklick. Und wenn ich mir eins schnappe, was dann in der Tasche steckt, Quatsch, in der Schublade steckt, dann drücke ich drauf und manchmal mache ich einen Doppelklick. Und das führt dann mal zu diesem Lärm. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich laufe einfach weiter. Scheiß drauf. Wir laufen einfach dahin, wo es sein muss. Ich habe genug von dem Rotz. Auch bei den ganzen Bethesda-Spielen geht mir das mittlerweile schon so auf die Nüsse, immer alles einzuräumen. Oder ob es jetzt Fallout ist oder was? Die Notfallaktivierungslogs, Pritchard. Hier ist eine verriegelte Feuertür, die vermutlich offen sein sollte. Alle Feuertüren des Gebäudes sind verriegelt. Aber der Weg zu Zimmer 404 müsste frei sein. Aha. Na, dieses ganze... Dieses ganze Scheißdreck aus den Taschen kruscheln, aus den Schubladen, aus den Schränken, die aus den Kissen. Wohl ziemlich eilig, Pritchard. Hier ist niemand mehr. Dann erzähl ich's halt nicht. Weil jemand Feueralarm ausgelöst hat, um ihn dann wieder abzuschalten. Sie sollten Miss Kassan möglichst schnell finden und sich dann absetzen. Die Miss Kassan. Vespasian. Hier rein? Nee, ne? Ist das ihr Zimmer? 404. Error. Achtung. Hallo. Hat Saus über mein Kommen informiert, Miss Kassan? Bitte, nennen Sie mich Eliza. Sao Yun Ru hat mir nichts gesagt. Sie weiß nicht, dass Sie diese Verbindung aufgedeckt haben. Woher wissen Sie es dann? Ich beobachte Sie schon seit einiger Zeit. Seit vor 6 Monaten der Befehl reinkam, die Satellitenaktivitäten über Detroit und Umgebung kurzzeitig zu unterbrechen. Die Nacht, in der Megans Team entführt wurde. Sie haben ihre GPLs gestört. Jeder sollte glauben, sie wären tot. Ja. Obwohl ich diese Schlussfolgerung erst später gezogen habe,
Ich fand diese Erkenntnis beunruhigend. Ich wünschte, wir könnten länger darüber sprechen. Aber ich habe sie wohl auf sie aufmerksam gemacht. Wenn sie jetzt gehen, entkommen sie vielleicht. Oh, ich gehe gleich. Aber sie werden mich begleiten. Es tut mir leid, Adam. Wirklich. Jensen, raus da! Sofort! Sagen Sie mir, dass Sie das gesehen haben, Richard. Später! Jetzt orte ich mehrere Funksignale, die sich auf Ihre Position zubewegen. So, so. Das ist eine Falle! Das war doch klar. Aber ich gehe nicht ohne Eliza Kassan. Finden Sie sie, während ich einen Weg nach unten suche. Tiefer gelegene Etage erreichen, um Hinterhalt zu entgehen. Alarmiert. Wo müssen wir hin? Natürlich genau dahin, wo der Alarm losging. Ja, was machen wir heute? Ich kann mich entscheiden. Komm, Revolver. Sie, auf den oberen Laufsteg und Scharfschützenposition einnehmen. Er muss hier irgendwo rumkriechen. Verschaffen Sie sich an das... Stehen bleiben! So, das war ja zu erwarten. Was ist das hier? Ist hier Munition? Jetzt kann ich sie gebrauchen. Der Elektroschocker? Nein, danke. Suchmuster Beta. Hier liegt keine Munition bei den Büros. Wie unglaubwürdig. Ah, es duckt sich die dumme Sau auch noch. Hier bin ich. Ja, wo laufen sie denn? Hin. Schrot. Ah, auch eine gute Idee. Ach nee. Es war halt Himmelarsch. Und? Was für ein Geräusch. Ja, die streut halt. Das ist wirklich was zum Reindrücken. So nicht. Man muss halt schon treffen können. Scheiße. Falsch. Ja, sucht man. Bildet man Suchtrupp. Suchtrupp. Bitte? Ach, dann ist er oben. Ja, ich habe ihn. Kommt rauskommen. Mit da oben Händen. Ja, aber echt. Der Einzige mit Hirn. Wir sollten lieber weitersuchen. Wo ist er? Wir haben ihn verloren. Weiß ich nicht. Wenn er nochmal auftaucht, erledigen wir ihn. Haben ihn verloren. Klar. Sollten uns weiter umsehen. Klar. Ach, das ist wieder der Duck. Wenn er sich zeigt, bin ich bereit. Und wenn nicht? Was ist denn? Scheiße! Ja, das waren doch meine Worte. Hallo? Ja, was machen wir jetzt? Beim Eierkauf. So, jetzt könnt ihr mal... Betreuungspfeile. Hab ich doch schon gefunden. Ah. Nähern uns dem Ursprung der Störung. Störung?
Du hast eine Störung. Links oder rechts? Oder beides? Komm, was hast du? Munition? MP-Granate, immer gut. Hier, stimmt was nicht. Jetzt ist mal ein Schokoriegel. Schokoriegel, was ist das? Grasgranate? Klingt verlockend. Ja, komm. Ach, scheiß drauf. Ja, einfach doch ein bisschen. Bis sie auf die Idee kommen, runterzukommen. Wer schreit da? Da bist du. Jetzt mal mit Zielen. Ach, der hat die ganze Zeit Selbstgespräche geführt. Ja, wenn ich das mal gewusst hätte. Wie die alte Weisheit. Erst zielen, dann schießen. Das funktioniert tatsächlich viel besser. Naja. Die sind sowieso falsch rum. Sortiert. Da muss man lang. Quengel nicht. Ja. Komm. Schritt fein. Maul. So. Leckere Drogen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Wir benutzen es. Wie? Pro Energy Dose. Oh, sind das wieder nicht auf aus Gründen. Achso, weil wir schon voll sind. MP-Munition, von mir aus. Warum machen wir den Scheiß aus da? Läuft die Kamera etwa noch? Hm, da waren wir schon. Nein, da liegt nichts. Ja, hier geht's weiter. Richard, haben Sie Eliza Kassan schon gefunden? Vielleicht. Ich habe in Zimmer 404 einen Holocluster geortet, der höher entwickelt ist als alles, was ich je gesehen habe. Er wurde aus einem Bereich des Komplexes gesendet, der auf dem 3D-Grundriss nicht verzeichnet ist. Sie haben ein Geheimversteck gefunden? Ein unterirdisches Stockwerk, in dessen Tarnung jemand sehr viel Zeit investiert hat. Es ist über eine Seilbahn mit dem Turm verbunden. Suchen Sie hinter dem Nachrichtenstudio nach einem Treppenhaus. Dann kommen Sie hin. Nachrichtenstudio, Treppenhaus. Läuft. Was gibt's hier Feines? Hopp. Das gleiche wie überall, ne? Nichts. Ja, alle lassen sie ihre Papiere fallen. Ha, wir müssen raus. Hier werden alle sterben. Ja, klar. Ja, klar. Kein Code gefunden. Code ist ja meistens 39925, meine ich. Sind wir richtig? Keine Ahnung. Ach, ist das schön, wenn diese... Bitte? Warum die mich jetzt... Wie haben die mich jetzt gesehen? Hallo? Wieso wissen die jetzt, dass ich hier bin? Das verstehe ich nicht. Also ohne diese Hacking-Scheiße ist das echt angenehm. Hier bin ich, das Interview mit David Sarif gerade im letzten Schliff. Soll ich die Szene rausschneiden, der Sarif und so weiter? Patrick Lebeau, Sabuto, Hausunfähigkeitsantrag, bla 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 bla. Nightly World News, das ist sie. Ja, so eine komische Blume auf dem Kopf brauche ich auch noch. Ganz schön stylisch. Was ist das? Müll? Auch Müll. Und natürlich, klar. Präzisionsgewehrmunition, ja, ja, da sagt ihr was. Das liegt ja einfach so rum zwischen Kameras, da liegt auch die Präzisionsgewehrmunition, ja gut. Ich habe die eigentlich immer bei den Frühstücksflocken, aber okay. Und das ist ein Munitionskoffer mit Revolvermoon und unten. Scheiß die Wand an. Immer wieder. Was hat er gesagt? Oh, es geht hier gerade weiter. Was machen wir da? Ich würde sagen. Was ist das denn? Die Luft voller Blei?
ist nicht genau genug. Leider. Ich gebe dir auf jeden Fall Deckung. Was hast du, Sau? Nee, einschwärmen. Komm. Schwachkopf. Zwar nicht panzerbrechend, aber nah dran. So, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Hab doch genau gesehen. Wo ist die Sau? Unten links. Ich seh dich. Ich seh dich. Ist das so? Wie? Komm doch her! Komm doch her! Ah! Eindringling! Treffer, aber nicht tödlich. Eindringling! Ja. Ich muss aber den Kopftreffer muss ich mir wieder angewöhnen. Nicht dieses auf den Körper, weil es halt sicherer ist, ne? Aber sich tock, tock auf den Körper. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Natürlich die hier, ne? Was ist das eine? Ein Standardgewehr, wieso mit den... Was? Ja, von dem Müll können wir so wenig mitnehmen. Ja, von hier aus. Ich bin jetzt wieder die... Benutzt die ganze exotische Geschichte. Was ist? Oh! Stimmt, das war nicht so gut. Schrotpatronen, ja, ja. Alles andere. Gut, gibt doch viel Revolverzeug. War also doch richtig. So, wie kriegen wir das an oder aus? Ja, weiß man wieder nicht. Guten Tag. Nee. Kriegen wir das hier vielleicht irgendwie ausgeschalten, das Ganze? Mal gucken. Das ist wieder nur Schrott. Achso. S. Bernards. S. Na klar. Hat er quasi... Was ist das hier? Aus ist das. Das bringt natürlich besonders viel. Dringend, kommen Sie in mein Büro. Nein. Wobei, ich bin ja schon da. Ist jetzt sogar an deinem Rechner. So, was ist jetzt hiermit? Ich würde sagen... Bam! Die kommt erstmal weg. Hallo? Muss ich denn... Muss ich nach oben? Pfadfinder. Achso, jetzt bin ich oben. Und dann kann ich da von hinten sozusagen durch die Brust ins Auge feuern. Hm. Dafür investiere ich... Halt mal, apropos. Ich habe doch 2 Punkte, bin ich doof? Was wollten wir uns holen? Reflex, Tarn, dermal, ne? Genau, für Panzerung. Das war so dermals ein... Gut. Nächster kostet wieder ein. 3000 brauchen wir noch. Alles klar. Verlassen. Was ist das? Spirituosen. Ach, so ein Reiswein wahrscheinlich, ne? Alarmiert. Irgendwer ist alarmiert. Was sind das hier? Serverräume? Klingt ja gut. Klingt wahrscheinlich besser, als es ist. Hinter dem Newsroom sollen wir ja... Jetzt stehe ich hier und singe Musik von nah und fern. Kommt mir so bekannt vor. Moment, ist das das mit dem Geschütz oder nicht? Ach, das war der... Hä? Das war der vorherige Raum. Ja klar. Oh, jetzt glaube ich hier... Moment, ich bin doch mit dem Aufzug gefahren. Wollt ihr mich verarschen? Wie, was? Wo? Server Units, ja, ja, ja. Ach ja, da oben sehe ich es jetzt auch. Da ist ja die lustige Anzeige für den Sprint. Mein Gott. Daran erkennt man auch, in welcher Zeit das Spiel rausgekommen ist. Es geht ganz schnell. Also die ganzen krassen Alkoholiker
beim Serverraum. Alles klar, die ITler sind also die Alkoholiker. Läuft. Ja. Nur hart am Trinken. Aber auch irgendwie sympathisch. Naja, vielleicht auch nicht. Wir müssen was eigentlich mal nach da oben oder da drüben oder was? Jetzt gehen wir wieder hoch, ja. Okay. So ein paar EMP. Was? Ah, Scharfschützen. Präzisionsgewehr. Komm. War hier nicht? Sag mal, bin ich jetzt völlig irre? Ach da. Simon hat ja Kabel, wo das, wer oder was kontrolliert denn das? Das ist mir immer so dümmlich. Jetzt muss ich wieder... Ja, mir tat zu klein. Ach ja, das hat wieder so eine beschissene Scheißform, ne? Das geht so längs. Dann kann man das hier eben da runterstopfen und dann ist aber wieder... Jetzt nehme ich den Shit nur nicht mit, weil ich es nicht tragen kann, gescheit, oder? Habe ich schon gewonnen? Ah ja. Also gut. Guten halben. Ein halbes Magazinchen. Magazin, ja. Hiervon. Ja, ich finde den nicht so geil. Lass mal fallen. Immer so viel Schnellfeuerzeug. Oh, jetzt geht's los. Okay. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich irgendwie genügend Platz habe hierfür. So, das kommt noch da drüben. Okay, wie machen wir das? Wie viel braucht denn das? Wir schauen erstmal. Lass uns mal fallen. Okay. Und die Munition kriegen wir zum Glück einfach unter. Ach, guck mal. 3,25, okay. Kein Platz für die Schrotflinte, das wüsste ich aber. Okay, Schrotflinte. Ach du Scheiße, das geht alles nicht. Wir haben vier Felder. Das ist einfach zu krass, das Teil. Ihr könnt alle Granaten, die Schockgranaten rauswerfen. Ist das hier so groß wie die... Nee, das hier, so, ne? 3 oder 4 vielleicht... Hoffen wir mal. Was habe ich jetzt gemacht? Achso. Nee, im Leben geht das nicht. Im Leben nicht. Scheißdreck, der Geld bringt, kann raus. Schokoriegel kann auch raus. So. Einmal. Ach du Scheiße, das geht nicht. Wie kann ich die denn... Will einfach nicht. Kannst du wieder sortieren lassen. Oh, scheiße. So, passt das in diesen 8er-Riegel? Nein, ich brauche einen 10er-Riegel. Oder einen Schoko-Riegel. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Ja, kann ich die jetzt irgendwie aufnehmen, weil... Hochkant. So, Standgewehrmunition. Dicke. Jetzt haben wir alle hier drin. Okay. Gasgranaten. Wir schmeißen die Gasgranaten raus. Nehmen wir dafür nochmal. Das wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Nehme ich den ganzen Dreck wieder mit. So, MP Moon, Nuke Virus, Schockgranate, Sturmgewehr hat hier. Irgendwelche Munition, die nicht zu meiner gehörten. Nee. Guck mal, jetzt hat er sie doch wieder sortiert. Lass mich doch meinen Frieden! So, viel davon. Soul Moon. Noch mehr MP. Wir haben so dermaßen viel
Präzisionsgewehr, ja. Nicht designen, hier lasse, dann. Okay, 5 Schuss. Sagen wir, die müssen wir benutzen, so. Dann nehmen wir doch wieder. Zumindest die Gasgranaten mit. Okay, super gemacht. Jetzt haben wir wieder von allem Abyss. So, das müssen wir benutzen. Da müssen wir runter, heißt, wir müssen hier längs und springen. Hopp! Auf die schicke. Das schicke Geschütz. So, jetzt müssen wir hier irgendwie hin. Das ist wahrscheinlich der Weg. Warum geht das? Lauter Schleichwege, schätze ich mal. Wobei Schleichen, wenn ich die Tür eintrete, ist wahrscheinlich nicht unbedingt. 1, 1, 2, 3, ne? Ja. Alarmiert. Jensen, ja? Ich verfolge über den 3D-Grundriss Ihren Weg. Sie sind in der Nähe der Seilbahn. Wartet die Kabine vielleicht schon auf mich? Wo bliebe da der Spaß? Sie müssen sie rufen und warten. Ach, und Jensen, wenn Sie das tun, wissen die, wo Sie sind. Der ist höllisch schlau. Kommt der einfach aus einer anderen Richtung? Okay. Credits. MP habe ich gerade benutzt. Sehr gut. Offenbar muss ich hier längs. Was ist das denn hier alles? Keine Ahnung. Ich einfach mal. Ach. Ah ja. Das irritiert. Das muss. Genau, das müssen wir andersrum machen. Das wird die 4, weil es glaube ich immer war. Shotgun ist die 2. Das sind die 2 Gewehre. Pistole. Genau, machen wir das mal anders. So, in etwa. Ja, schon wieder so eine offene Wunde hier. Na gut. Hast du es? Ich gucke immer wieder auf die Minikarte da unten. Ach, das ist so ein nerviges Dingelchen. Sehr gut. Keine Sicht, reicht schon. So, einfach mal ausschalten, oder? Jay Rickards. Jerry, glaube ich, ist es, oder? Natürlich, sehr gut. So, Roboter, Geschütze. Jetzt spielt er bei mir mit. Kamera machen wir auch aus. Bitte? Ja, jetzt kannst du ruhig was Sinnvolles machen. Achso, hier ist vorne. Gut. Munition. Kein Platz. Ja. Irgendwie habe ich nie Platz für irgendwas. Ja, verstanden. Was denn? Hypo-Stimmen. Hypo-Stimmen, das ist nicht so schlecht. Stimmt. Können wir Spaß aber mal benutzen. Fallen lassen. Nehmen. Hypo-Stimmen. Einsetzen. Benutzen. Jawohl. Munition aufnehmen. Was hast du sonst noch? Standardgewehr. Ja, kann man vergessen. Pikus. Pico-Piku. Picobello sieht's hier aus. Wenn ich hier fertig bin. So, Kamera ausgeschaltet, das ausgeschaltet. Ja, hätte ich halt hier hinschleichen können, aber wie juckt's? Ich kann doch alles schlachten. Wahrscheinlich hätte ich da von unten nach hoch können und dann bla 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 bla. Aber ist noch hier nicht zum Spaß und zum Töten. Sie werden jetzt auf Ihre Position zusteuern und die Seilbahn wird eine Weile brauchen. Ist schließlich kein Expressaufzug. Na toll. Keine Sorge. Ihre neuen Freunde werden Ihnen die Wartezeit versüßen. Ich halte Sie über alles abgelaufen. Danke für nichts, Franz.
Wieso hat das denn nicht gesessen? Oh shit. Wieso hat das denn gerade nicht gesessen? Und der ist dann direkt in einem Gang gespawnt, ne? Wird eine Weile dauern. Heißt, ich darf mich hier... Das war's. Die werden jetzt auf ihre Position zusteuern. Und die Seilbahn wird eine Weile brauchen. Ist schließlich kein Expressaufzug. Na toll. Keine Sorge. Ihre neuen Freunde werden Ihnen die Wartezeit versüßen. Ich halte Sie über alles auf dem Laufenden. Danke für nichts, Francis. Der muss jetzt für mich arbeiten, richtig? Ja, da geht's schon los. Ich habe das Gefühl, die kommen nicht so wirklich damit klar, wenn da der Turm ist. Weil die wissen ja nicht, was sie dagegen machen sollen. Zuckt der einfach. Rein. Ach, die spawnen hier rein oder sind die unsichtbar? Genau, Stellung halten. Die Seilbahn ist auf halbem Weg, Jensen. Gut. Halber Weg. Trottel. Der älteste Trick, schießt ins Kreuz und dann wird er vom Turm erschossen. Ich geh mich dabei mal ein bisschen umschauen. Sie können doch keine Leitern erklimmen, ne? Die tolle KI. Hier ist auch nichts. Waffen haben sie, aber keine Munition. Na gut, ich kann da mal so ein bisschen... Ja. Ist das ein Witz? Revolvermunition. Ihre Kabine ist da, Jensen. Ja. Los geht's. Alles klar. Bin gleich da. Revolver. Also, den hatten wir schon. Ja, hier ist der neue. Der neue Hahn im Korb. So, vielen Dank. Hast du fein gemacht. Ganz, ganz toll. Jensen, ja? Ich habe langsam das Gefühl, dass bei Pikers Communications nicht alles so ist, wie es den Anschein hat. Ach. Wie kommen Sie denn darauf? Ist es das versteckte Untergeschoss, der Umstand, dass in einem 24-Stunden-Nachrichtensender niemand arbeitet, oder dass schwer bewaffnete Wachen mich umbringen wollen? Sparen Sie sich den Sarkasmus. Ich rede davon, wie einfach es war, die Firewall zu umgehen und in Ihre Systeme einzudringen. Zumindest in einige davon. Was soll das heißen? Dass ich das Gefühl habe, zu einigen Bereichen des Netzwerks förmlich hingeführt und von anderen ferngehalten zu werden. Es ist nur, ich kenne kein Sicherheitssystem, das dazu in Echtzeit imstande wäre. Klären Sie das später, Pritchard. Wenn ich Miss Cassan auf frischer Tat ertappen soll, brauche ich genauere Angaben als Geheimversteck. Der Holocluster, dem Sie in Zimmer 404 begegnet sind, war von einer enormen Energiespitze begleitet. Und die kam wiederum aus einem der größeren Räume des Untergeschosses. 80211. Ich vermute, dass sie von dort aus sendet. 80211. Gespräch endet und wir kommen an. Ja, nicht ganz. Tja, was haben wir jetzt für eine Waffe? Ach Gott, ich kann mich einfach mal nicht entscheiden. Yes. Yes, says noted psychologist Dr. Dick Milhouse. General Bragge, Bell Tower officials clash over more strategy. Stay tuned to pick us for additional coverage. Growing separatist movement rattles northwest US. Mormon leaders speak out. Bigfoot spotted in Saskatoon? Ich glaube auch. What? Das ist jetzt der Keller, ne? Der krasse Keller. Gut. Da liegt auf einmal Munition rum. Okay. Und da muss ich den Quatsch ja hackern. Wobei muss ich ja eigentlich nicht, ne?
Dann können wir es auch einfach durch die Wand boxen. So, inaktiv schalten. Ja, hier können wir es einfach durch. Huch! Das war so nicht gedacht. Ich kann mich auch einfach dann vorbeischubsen. Das sind Betäubungssachen. Kein Platz. Kein Platz. Habe möglichen Sichtkontakt. Hast du nicht. Jetzt sei ruhig. Hallo? Ach. Was denn? Wenn sich hier jemand versteckt, sollte er jetzt lieber rauskommen. Aus einem halben Meter Entfernung. Wo ist der? Ja. Und weg mit der Wand. Das war nicht so gut. Nicht ganz so gut. Aber das soll mich nicht weiter stören. Wir machen einfach so alle platt. Guckt er schon wieder, weil er weiß, wo wir sind? Ja, nicht ganz. Ich glaube, ich brauche Erfahrungspunkte, ne? 1600, ja. Oh, schlecht. Was ist? Das war so eigentlich nicht gedacht. Ja, der dumme Roboter da hinten hat mich ein bisschen irritiert. Dummer Roboter. Hm. Kommt jetzt hier runtergefahren? Nö. Zum Glück nicht. Ja, wie ist denn wieder mit dem ganze Welt? In seiner Hand. Ja, ja. Kommst du nicht rein? Oben ist nochmal einer, machen wir gleich weg. Zum Glück haben wir so viel. Bitte? Jetzt sehe mich oder höre mich oder fühle mich oder was auch immer mich wieder irgendwelche Leute. So, können wir das ausstellen? Roboter. Keine Verbindung zum Roboter. Das machen wir aus. Was haben wir noch? Da habe ich schon geguckt. Hier vielleicht. Wo kann ich den Roboter. The Jack Mosher. Sie müssen gehen. Diese Leute sind Profis und wissen, was sie tun. Wenn sie uns evakuieren, das hat das sicher einen Grund. Das glaube ich auch. Sind sie schon alarmiert? So, schnell nach oben. Wo ist der Roboter? Aber warum? Ja, den können wir schon wegboxen. Sollte ich vielleicht auch machen. Ich verstehe es nicht ganz. Also da ist doch eine... Ah, Trick 17, ne? Gut. Guten Tag. Ich hätte mir jetzt den Roboter ausschalten können, oder? Unsere Rolle. Hallo. Es ist ein ziemlich hektischen Tagesgeschäft, verliert man leicht unseren eigentlichen Job aus den Augen. Computer und Waffenkammer. Hallo, Mr. Grenier. Sollten Sie während der Abwesenheit von Mrs. Todd, oh Gott, Howard oder was, Zugang zur Waffenkammer benötigen? Hier sind die Daten. Todd und Titom. Titom? Was? Ach, wir sind ein dummer Nuke-Virus. Interessiert mich nicht.
Bitte? Wer hat mich jetzt schon wieder gerochen? Gibt's nicht, oder? Wer hat mich denn jetzt hier gesehen? Achso. Genau. Die Tom. Einfach mal eingeben. Nein. Auch nicht? Schon Pistole? Was ist das? Heavy Rifle Plasma Rifle Cooling System. What? Heavy Rifle Plasma Rifle Cooling System. Ja. Ja, bitte. Ist das ein einzelner? Oder sind es zwei Viererblöcke? Ich weiß gerade gar nicht. Mal ganz kurz was schauen. Ja, das sind leider, genau, 2 auf 3. Schlecht. Kann ich nicht kombinieren. Untersuchen. Internal Coolant Enhancement Ice für Waffen. Verhindert die Überhitzung von Waffen für Sturmgewehr und Plasmagewehr. Achso. Das Internal Coolant Enhancement leitet Wärme mit Hilfe modifizierter Doppler-Trap-Technologie so effektiv ab, dass keinerlei Gefahr einer Hitzeüberlastung mehr besteht. Eine damit ausgerüstete Waffe kann problemlos im Dauerbetrieb gehalten werden. Nicht schlecht. Für was für Waffen? Plasma Rifle. Okay. Plasma Rifle. Ich würde das gerne mitnehmen. Ich würde es wirklich, wirklich gerne mitnehmen. Und eigentlich das, was am... Was machen wir jetzt? Mit alle Granaten, die ich sowieso selten benutze, mal abgesehen von den EMPs, könnte ich alle raushauen. Das kriegen wir niemals hin. Hier haben wir Pistolenmunition. So ein Viererblock. Vier. Quatsch, das sind zwei. Mit denen sind es vier. Mit denen immer sechs. Komm, scheiß auf die Mine. Mine kommt weg. Gasgranate kommt weg. Frag kommt weg. Ja, jetzt müsste ich das irgendwie hochkant bekommen. Scheiße. Dann so. So, der Rest fliegt raus. Wieso kannst du das nicht aufnehmen? Das ist auch 2 auf 3. Jetzt sortiert er den Scheiß wieder. Sag mal, muss ich echt mal zuhauen oder was ist hier los? Okay, mit dir um den Sack. 2 auf 3. So. Wieso hat er den schon wieder sortiert? Ich habe das doch ausgestellt. Oder bin ich jetzt völlig bescheuert? Gameplay. Gameplay, 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 Gameplay. Und Inventar aus. Wieso sortiert er mir die Scheiße? Ich habe das so nicht befohlen. Tja. Egal. Nee, sowas mag ich nicht. Pfeife! Was ist für eine Sau? Probier's jetzt mal. Komm, mach die Tür auf. Probier's jetzt mal. Geht natürlich nicht. Du das sagst? Raus! Bitte? Stehen bleiben! Jaha! Ich weiß, dass sie noch da sind! Ich weiß, dass sie nicht stehen bleiben wollen, aber bitte. Oh. Hab ich erschreckt, der Sack!
Okay. Nein, nicht mitnehmen. Nicht mitnehmen, den ganzen Quatsch. Jetzt brauche ich mal wieder richtige Munition. Sowas wie... Ja, Chips. Hm. Kein Platz. Kein Platz. Standardmunition bräuchte ich jetzt. Also sind jetzt schon getarnt, die Kollegen. Naja, okay. Sehr gut. Gut. Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Keine Ahnung. Wird man schon sehen. Ganze Hütte voller Munition. Die kann ich doch... Ich wollte schon sagen, ich habe doch so viel damit gegen die komischen kleinen Roboterchen gekämpft, dass die bald nicht mehr wollen, sollte eigentlich klar sein. Oder? Ich glaube auch. Stopp den Wurm. Nee, danke. Hier? Jetzt mache ich ja doch wieder. Ja. So, was will ich? Da hinten. Ja. Krasse Hochsicherheitstraktbunker hier unten. Okay. Fehler. Na du. Lass mich raten. Das hier ist auch... Nein. Das hier ein bisschen... Warum geht's mir eigentlich? Kuckuck. Das ist doch bestimmt auch panzerbrechend, oder? Ah, der nächste. Er ist ja gut. Kümmere schon um dich. Das Miststück. Kuckuck. Okay. Okay. Ach, guck mal. Die Wand freigesprengt. Warum? Ja, wo das mal hinführt? Ich habe keine Ahnung. Werden wir das jemals erfahren? Ich glaube schon. Klack. Ist da was anderes noch? Nee. Sturmgewehr und Credits. Und ein paar Typhoon irgendwas. Munitionsdinger. Aber ich glaube, können wir schenken. Kann ich mir tatsächlich schenken. Wodka? Nee, den Dreck brauchen wir nicht. Bah! Aber so einen Whisky würde ich nehmen. Jetzt habe ich die Kack-Elektro-Dinger mitgenommen. Fallen lassen. Aber gar nicht mal so schlecht. Ne? Jetzt können wir wieder... Je mehr ich baller, desto mehr kann ich wieder tragen. Aha. Energieriegel? Nee, danke. Wurmstopp. Ja. Diese ganzen Hacking-Sachen. Ist bestimmt super spannend und so. Wer da Bock drauf hat, kann ich ja verstehen. Ich... Nee. Gibt einen Grund, warum ich das gleich ausgestellt habe. Weil auf solche komischen, dümmlichen Minispiele kann ich halt wirklich, wirklich verzichten. Das ist ja schon schlimm genug, dass ich hier ständig irgendwie das Kleinvieh essen. Gibt's überhaupt mal Geld? Oder warum sammle ich die ganzen scheiß Credits eigentlich ein? Ist das hier nur irgendwie so ein Sammelwahn? Bitte? Wir schreiten schon wieder. Ich bin hier. Ich bin's. Wir sind getarnte Schwein.
Ha. Was sagt der Nächste? Jo. Mann am Boden. Aha. Habt ihr für Munition? Genau die. Perfekt. MP-Munition. Sehr gut. So. Hier schauen wir mal aus. Feindselig. Wer ist denn feindselig? Ach, guck mal, hier wieder die lustigen Roboterchen. Review, Render Work in Progress. Achso, dann machen sie hier eigene Werbung. Oder was? Mission Drug War? Ja, ja. Da wird hier... Hier machen sie ihre eigene Nachrichten. Wenn es mal wieder langweilig ist, können sie hier was Eigenes produzieren. Toll, oder? Aber ist natürlich alles nur ein Spiel. Das wird natürlich in echt niemals gemacht werden. So. Alles klar. Keine Ahnung. Jetzt sind wir wieder mal irgendwo hingelatscht. Wieder weiter. Die Alte, ob wir sie finden, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich wieder der nächste Aufzug, oder? Mit dem wir jetzt hier nach unten in den nächsten Bereich kommen, oder auch nicht. Sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Naja, hoffentlich finden wir die Gute, die Cassandra oder Cassan viel eher. Und dann können wir sie rausbringen oder auch zur Rede stellen, ich weiß es nicht. Beim nächsten Mal mehr. Ich muss aber erstmal schauen, ob ich hier irgendwo die Codes finde für dieses Tastenfeld. Wer weiß, ob mir das gelingt. Beim nächsten Mal sehen wir es dann. Danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei Deus Ex.